auf in die Ruhrpumm-Region. Schauen wir erstmal kurz auf die Karte. Ja, die drei Städte kenne ich, aber wo ist denn jetzt das Zeichen? Ich weiß es nicht. Ah, okay, in die Richtung. Also doch eher Richtung, Corsi. Na gut. Und natürlich gibt es auch ein paar Zufallskämpfe. Der haut echt rein mit seiner Magie, das ist Wahnsinn. Nein, für den will ich doch auch gar nicht die Magie einsetzen. Na komm, hau das Ding. Hau das Ding tot. Wunderbar. Und alle Anime zu mir, bitte. Dankeschön. Eine Ampulle Insektenblut. Was ich hier alles sammle, das ist Wahnsinn. Gut, gut, gut. Also auf Richtung Corsi und darüber hinaus. Bis nach Corsi und noch viel weiter. Wo sind denn jetzt eigentlich die Monster hier? Diese starken, denen wir ausweichen sollen. Ich habe irgendwie noch keins davon entdeckt, aber irgendwie juckt es mir ja fast schon in den Fingern, mal gegen eins davon zu kämpfen. Es würde mich ja reizen, muss ich zugeben. So, wen haben wir denn da? Ein Versprengter. Auch ein toller Name. So. Ja, lass gleich mal sammeln, ist okay. Und wir haben schon gewonnen. Das ging schnell. Noch eine Anima, schön. Und weiter. Also die Kämpfe, die normalen, die sind jetzt nicht gerade ein gewaltiges Problem, muss ich feststellen. Oh, was jetzt? Ah, hier kommt dann der Wechsel und hier kommen jetzt auch die Gegner, denen wir nicht einfach so begegnen sollten. Oh, können wir den Chocobo... Ho, 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 ho. Der ist aber schnell. Wie soll man dem denn ausweichen? Ach du Schande. What the fuck? Was ist denn das? Ihr wollt mich wohl verarschen. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich würde gerne Rückzug machen. Wie geht denn das? Hallo? Hallo? Lasst mich doch zurückziehen. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn hier reingeraten? Oh Gott. Die sind auch noch so schnell. Problem? Problem? Step aside. Wow. Na, das ist nicht mal ein Treffer gerade. Oh Gott, geh doch zur Seite. Was machst du? Hallo? Oh, ich bin entkommen. Oder das Vieh ist entkommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir aus dem Kampf raus. Glück gehabt, sage ich mal. Ne? Glück gehabt. Jetzt würde ich aber gerne mal mein Team bestimmen. Ja, die ersten drei sind jetzt ausgefallen. Kann ich das denn Reihenfolge der Truppenmitglieder organisieren? Genau, das würde ich gern tun, aber es geht irgendwie nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Kann ich denn die Chocobos hier fangen? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das geht bestimmt, oder? Clementi-Schlag! Wow! King geht ab! King ist der Shit. Gefällt mir. Also ich glaube, King könnte zu meinem Lieblingscharakter werden im Kampf. Wenn er nicht so eine beschissene Frisur hätte, fände ich den auch so super. Halt, warte mal, Chocobo. Bleib stehen. Ich will dich fangen. Komm schon. Sei kein Frosch. Na gut. Oh. Da haben wir jemanden. Mit anvisieren vielleicht? Oh, er muss sogar nachladen. Das ist ja realistisch, Mensch. Okay. Den hätten wir. Ho, 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 ho. Warte doch mal.
Ist ja gut. Okay, so sehr hauen die Schüsse jetzt doch nicht rein, stelle ich gerade fest. Ich habe es immer noch nicht so ganz raus mit dem mit den Verhängnisangriffen, wann die treffen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So. Das war's. Darf ich jetzt den Chocobo fangen? Ja, hallo. Ein Chocobo weiblich gefangen. Wunderbar. Ich dachte mir fast, dass das funktioniert. Jetzt müssen wir natürlich das ganze Stück zurücklaufen. Oh, ich sehe gerade schon wieder da hinten diese Riesenviecher. Denen gehe ich dann doch mal lieber aus dem Weg. Und ich glaube, wir müssen über den Berg rücken. Kann das sein? Na gut, wollen wir erstmal kämpfen. Ich weiß auch nicht, nach welchen Gesichtspunkten das Ding... Okay, das ging jetzt schnell. Nach welchen Gesichtspunkten das Ding überhaupt diese Verhängnistreffer anbietet. Keine Ahnung. Ja, ich gehe da mal lieber aus dem Weg. Okay. Haben wir das auch schon? Ist vielleicht auch nicht die schlechteste Variante, wenn King mit dem Fernangriff die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich lenkt und die beiden Weiber dann einfach draufknüppeln, bis er umfällt. Ist eine ganz gute Methode, glaube ich. So, nochmal gucken, wo hier der Böse ist. Da drüben. Dann, ach nee, ich gehe mal hier unten lang. Dann lassen wir ihn vielleicht auch einfach mal. Und machen uns direkt auf zu unserem Ziel, zur Festung. Natürlich nach dem nächsten Kampf. Oh, ich mache ihn zornig. Ist das nicht niedlich? Komm her. Und der nächste. Oh, wir haben einen Kommandanten. Gut. Alles zu mir. Haben wir denn jetzt noch einen hier rumstehen? Nee, ne? Den hätte ich natürlich gern ausgenommen, aber gibt es nicht. Okay, dann weiter. Und wir sind endlich bei der Festung angekommen. Kampf um die Torgoreth-Festung. Der Ruhbrummer Armee ist es gelungen, die militischen Einheiten in Torgoreth zurückzudrängen. Stößt mit jedem Rückzug der... Das ist irgendwie komisches... Komischer Satzbau. Sie stößt mit jedem Rückzug der verbliebenen Truppen in die Festung jedoch auf Schwierigkeiten, soll es wahrscheinlich heißen. Ihr und weitere Kadetten erhaltet daher den Befehl von der Kommandozentrale, die Torgoreth-Festung zu infiltrieren und das Ruhbrummer Militär bei ihrer Rückeroberung zu unterstützen. Auf geht's. Ah, cool. Alle kampffähigen Mitglieder wurden wiederbelebt. Das finde ich sehr schön von euch. Das finde ich sehr freundlich. Ja, dann wollen wir mal Queen und Machina als besonders motivierte Mitglieder mitnehmen. Und dahinter stellen wir King an und wie ist der andere? Trey war das, der war auch ziemlich gut. Ja, und dann haben wir einfach alle rein. Ausrüstung ändern wir nicht, das mache ich mal abseits der Aufnahme. So, und dann... Was hatte ich denn? Ich habe schon wieder vergessen, wen ich jetzt gerade drin hatte. Nein, Queen und Machina, ne? Ich glaube schon. Auf geht's. Wir brauchen keine Unterstützung, wir schaffen das so. The initial phase of the Dominion's retaliatory campaign saw a string of successes, thanks to Concordia's aerial support and the highly effective ghost operations of the Cadet Auxiliary Forces. With mounting defeats, the Imperial Army was forced to pull back, even in Togoreth, to where Class Zero was deployed. Imperial troops were gradually beginning to withdraw. Auf geht's. Verstärkung aus der Akademie. Über Stadt gelangst du zum Menü. Dort kannst du in den Einstellungen unter Optionen festlegen, ob du während der Mission Verstärkung aus der Akademie in Anspruch nehmen möchtest. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn du dieses Spiel zum ersten Mal spielst, denn indem du dich von Mitgliedern der Akademie im Kampf unterstützen lässt, lassen sich Verletzungen und K.O.s deiner eigenen Kadetten reduzieren. Class Zero? Time to roll out, yo! At present,
The main army is being deployed from all directions to take back the stronghold. Black Zero, commence attack from the south. Draw enemy fire. Wunderbar. Nein, hat schon auf Level 15 geschafft. Ich glaube, er ist der Erste damit bei mir. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der derjenige wird, den ich am meisten level. So. Kämpfen die anderen auch mit oder mache ich gerade alleine? Wäre jetzt auch nicht das Riesenproblem, aber wäre schon cool, wenn sie mitmachen. Ja, ich glaube, die haben den anderen Qualblatt gemacht. Heide! So, wo ist denn der, den ich will? Hier. Leutnant Norbert. Du bist aber ein fixer Bursche, hä? Aber ich sag mal so, du bist nicht fix genug. Und vorbei. Was? Geht doch. Company 336 and 756. So, die Quale, die... Ja, die Quale, die ergeben sich auch. Das ist ja geil. Infiltriert die Festung und schaltet ihre Truppen im Inneren aus. Geht klar. Ich will bloß mal gerade noch schauen, haben wir hier noch irgendwo einen Qual rumliegen? Ne, aber den Heiltrank, der auf dem Boden rumlungert. Das ist cool, also es ergeben sich wirklich alle. Ein-Mann-Packung, was zur Hölle? Auch wenn es irgendwelche Tiere sind, die legen sich dann halt auf den Boden. Finde ich schön. So. Ich wechsle mal auf Machina, warum nicht? Besiege mit deinem aktiven Charakter den militischen Truppführer am Haupttor. Das kriegen wir hin. Battle Formation 1! Hallo! Kusabi! Code 90! They breached the gate! Da brauche ich noch nicht mal anvisieren für. So, für die Großen dann vielleicht doch für die Nimrods. Aber auch Machina, der haut gut rein. Sehr schön. Oh ja, oh ja. Wunderschön. So, Scharfschützen auf dem Mauer der Festung. Achtet auf Schüsse von oben. Ah, ich habe keine Fernkämpfer dabei, ne? Was mache ich denn da? Das ist jetzt irgendwie schlecht. Wo haben wir denn... Da ist der Oberleutnant. Aha. So. Ich wechsle mal gerade den aktiven Charakter. Ich habe natürlich jetzt die Special Order, den Platz zu machen, deswegen sollte ich das auch tun. Aber ich krieg ihn nicht. Das ist natürlich scheiße. Ich komme da gar nicht hin. Ich müsste vielleicht mal irgendwie den Charakter wechseln. Das ist... Ich habe keine Charaktere jetzt gerade dabei, die Fernangriffe können. Das ist total schlecht. Ich erwische den auch nicht. Okay. Wie komme ich denn jetzt an den ran? Das ist total ungünstig gerade. Ich würde ihn ja auch sein lassen, aber ich habe halt die Special Order angenommen. Die ich, glaube ich, auch nicht mehr ablehnen kann, ne? Nee, sieht nicht so aus. Wow. Da haut sie um. Ja, ich kann ja schlecht jetzt hier so angreifen. Das geht ja nicht. Ich muss sagen, die Magie verwirrt mich noch ziemlich. Weil ich irgendwie nicht gut zielen kann mit der, habe ich das Gefühl. Lass mal jemand anderen nehmen. Wie komme ich denn da hin? Erklärt's mir bitte. Oh, wie ist das denn gekommen jetzt? Warum habe ich keinen Fernkämpfer mitgenommen? Das ist total ärgerlich. Kann ich denn die Mission nochmal
Wenn ich jetzt Rückzug mache, kann ich ja nochmal von vorn anfangen, ne? Ja, ja, das macht nichts. Dann nehme ich mir nämlich nochmal jemanden mit, der einfach einen Fernangriff kann. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich will doch nicht nochmal... Oh nein. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich muss jetzt nochmal den ganzen Weg dahin laufen. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Na gut, dann mache ich mal eine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder an die Festung geht. Bis gleich. So, da sind wir wieder hier im Kampf und ich habe mir diesmal King mitgenommen, damit wir das auch definitiv hinkriegen. Diesmal ist der Oberleutnant dran und wir haben die Spezialorder erfüllt. Leider können wir die anderen jetzt nicht ausnehmen, die sich da ergeben haben, weil wir halt dummerweise einfach nicht hinkommen zu denen. Es sei denn, das zählt, wenn wir hier so... Nein, zählt nicht. Okay. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Also, kleine Änderungen in der... Eine Esper? Oh. Eine kleine Änderung in der Teamzusammenstellung. Ich habe jetzt Machina und King dabei und halt noch Ram, aber die zwei, Machina und King, sind die beiden, mit denen ich hauptsächlich kämpfe. So. What the fuck? Was geht denn hier ab? We're locked in? The security systems have activated. Weiche sämtlichen Schaden aus... Nein, das... Nein, nein. Okay. Was genau ist das hier? Ich wechsle mal auf King, glaube ich. Ach du Schande. Okay. Dem Vieh mache ich ja überhaupt keinen Schaden. Ach du Kacke. Deaktivierungsenergie war es. So, können wir das Ding... Ja, da können wir Schaden drauf machen. Immerhin. Dann feuere ich mit King einfach mal auf, aus allen Rohren darauf. Ja, 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 ist ja gut. Solange ich das andere Vieh sowieso noch nicht angreifen kann, ist das wahrscheinlich die beste Sache, die ich machen kann. Oh shit. Ram und Machina sind ja breit, sehe ich gerade. Ach du Schande. So, ich baller trotzdem erstmal auf das Ding. Ich mach dem Ding immer noch keinen Schaden. So, ausgewichen, wunderbar. Der Wall ist gleich hinüber. Die Frage ist bloß, was machen wir mit dem Golem hier? Neuer Auftrag. Ich bin gerade beschäftigt noch mit meinem momentanen Gegner. Ihr habt keine Chance, wenn ihr den Golem direkt angreift. Dringt durch das Nottor in die Festung ein. Nein! Das ist ja ein Riesentipp. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich gehe dann mal. Bis bald. So, ich bräuchte neue Teammitglieder. Gib mir Nein. Und gib mir... Wo haben wir ihn denn? Ach komm, wir nehmen mal Sank noch mit. Mit dem lustigen Streitkolben. So. Du wirst mich nicht angreifen. Was? Achso, ich kann ihn noch ausnehmen. Oh, genau, jetzt muss er nachladen, wo ich gerade die Chance gehabt hätte, ihn gleich auszuschalten. Ist ja auch super. Give him all you got. Nein. It's my turn. Ja, ist es. So, mit Nein geht es doch etwas schneller, als wenn wir jetzt King nehmen, glaube ich. Ich muss ja nicht so sehr auf Sicherheit setzen, dass ich jetzt unbedingt da mit einem Fernkämpfer ran muss, glaube ich. Halt, hier geblieben. Wow. Ihr Säcke. Lass mal den hier vornehmen dafür. Ach komm schon, ich bin da noch nicht mal richtig wieder auf allen Beinen gewesen. Die sind ein bisschen agiler als die, die wir vorher hatten als Gegner, oder? Kommt mir das nur so vor. Auf jeden Fall kriegen wir sie auch klein. Das ist die Hauptsache. So, einmal Anime sammeln. What the fuck? Was geht denn mit dem ab? Wie viele kommen denn hier? Alter, ich wäre gern mal wieder aufgestanden. King, du musst es machen.
Jawohl. Läuft. So, wir sammeln und dann ist der Offizier dran. Oberleutnant Roberts. So, müssen wir eben ein bisschen aus der Ferne agieren. Das kriegen wir schon hin. Der ist ja schon fast down. Meine Güte, sind die Dinger flink. Waren die schon immer so? So, der Westaufgang wurde gesichert. Wo will der denn hin? Ich muss dich doch noch hier ausnehmen. Ein Moraltrank für mich. Und den nehmen wir auch noch seine Anima ab. Gut. Ich brauche ein neues Kampfmitglied. Seven darf sich als nächstes versuchen. Einfach, weil sie motiviert ist.